Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Let's Play World of Tanks. Und heute zeige ich euch mal wieder, naja, ich muss schon fast sagen, das deutsche Monster, den VK 4502 Bertha. Der Tier 9, schwere Panzer und ist hier Top-Tier, wie man sieht. Auch glücklicherweise wirklich so mit seinem anderen Zugpartner, also hier Mali 2000 mit Dennis, Kim, glaube ich noch nie gezeigt, die beiden. Hier mit den beiden. Als Top-Tier dann noch eine Art und alles andere ist dann 8 und sogar Tier 7. Also, da kann es schlimmer vom Matchmaking laufen. Ich bin sehr gespannt, wie er den Panzer hier ausspielt, aber so wie ich mir fast vermute, dass er hier unten ans, ich sag's immer ganz gern, Kap der guten Hoffnung, da drüben, da unten, dahin fährt und dafür ordentlich Babule sorgt, weil, das muss man einfach sagen, das Ding ist von vorne einfach ein absolutes Monster. Unglaublich hart. Unglaublich hart und unglaublich hart. Also von dem her, da dürfen wir wohl was erwarten. Was erwarten? Was erwartet? Nein. Da muss ich an Ottowitz denken. Das Otto sitzt auf der Bühne und dann steht, was erwartet? Was erwartet? Und dann sagt er, ach so, was erwartet? Und trinkt einen Schluck aus dem Wasserglas. Naja. Da war Otto noch sehr gut zu der Zeit. Hat mir als Kind sehr viel Spaß bereitet, der Mensch. Heutzutage ist er dann doch eher Klamauk. Aber vielleicht lag es auch daran, warum ich ihn so gut fand als Kind. Da ist der Humor einfach noch etwas subtiler. So, jetzt aber kommt er gleich an. Der Dennis hier mit dem E-75, dem anderen schweren Tier 9 Panzer, der zum E-100 führt. Der VK führt zur Maus. Und hier haben sie jetzt den IS-8 als Gegner. Und er trifft hier aber auch gleich ordentlich. Anders als praktisch bei ihm vorne, beim Dennis. Aber nun hat der E-75 mal schön in den Boden geratzt. Und da noch ein IS-6, der aufploppt. Wie gesagt, Zeit 09:10 ist es ja. So ein bisschen, dass die Replays teilweise so nachziehen, was das Thema Aufgehen angeht. Oh, die Arti hält hier aber ordentlich für einen Tausender rein. Scheiße, da hat der Dennis viel zu viel gefressen, war auch ein bisschen weit vorne gestanden. Dementsprechend konnte die Arti gut wirken und man sieht, dass er hier mit seinem VK deutlich härter ist und die Gegner deutlich mehr Probleme haben als gegen E-75. Auch hier schon wieder ein Abpraller. Sie halten das jetzt zweit sehr gut gegen eigentlich eine Übermacht an Gegnern. Und jetzt stehen sie auch so, dass die Arti nicht mehr drauf kann. Und nochmal einen rein. Also es läuft jetzt gerade sehr gut. Er deckt hier seinen Teampartner unglaublich und man sieht einfach, was die Leute für Schwierigkeiten haben mit ihm. Und guckt es auch mal an, was da. Das ist auch sehr viel Premium, was da geschossen wird. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Dennis schon wieder ein Arti-Hit. Jetzt deckt er ihn ab. Macht das sensationell. Er passt ja super auf seinen Teampartner auf, aber leider dann doch einer, der hier getroffen hat. Schade, schade, aber besser konnte ihn einfach nicht verteidigen. Da kriege ich gerade richtig Bock auf den VK, muss ich gestehen. Das ist ja doch schon ein kleiner Sensationspanzer. Und mir fällt auch gerade auf, ich glaube, so oft habe ich den noch gar nicht gezeigt. 3000 Schaden und schon einiges abgewehrt. Das werdet ihr am Ende der Runde sehen, dass hier eine sehr gute Runde rumgekommen ist dabei. Was mich wundert, dass der Gegner hier nicht rusht, weil wenn sie den rushen, hätten sie effektiv viel mehr davon. Jetzt kam der erste mal durch mit dem IS-8. Und jetzt, oh, IS-6 schießt mit HE. Eine gute Variante. Wenn man nicht mehr durchkommt, dann einfach mal auf HE wechseln. Ist auch für hier für euch als Zuschauer immer mal wieder gut. Denkt an HE. So wie jetzt, kann es durchaus mal Sinn machen. So, IS-8, E-75, es prallt alles ab. Also es ist einfach phänomenal. Sein Hauptgeschütz ist Arsch. Voll krass, Arsch, ey. Aber er hält halt hier die Seite alleine. Also der E-75, der hat die Gegner gefühlt nicht wirklich stark aufgehalten. So, IS-6, weiter mit HE. So, jetzt wackelt er, dass oben keiner auf seine Kommandantenkuppel kommt. Hat er mal gerade ganz gut gesehen. So, Wahnsinn, Wahnsinn. Und er schießt halt auch nur normal. Er schießt kein Premium. Das muss man halt auch
ganz klar anerkennen. So, jetzt nimmt er den ersten raus, denkt sich auf den erst, ach, da habe ich gar keinen Bock mehr. Weg mit dir. So, Su 122, 44 steht im Hintergrund, vielleicht... Ne, kann er doch nicht unterstützend wirken. Ich hätte gedacht, vielleicht nimmt er den E-75 raus, wenn er zu weit vorfährt. So, jetzt kommt der VK wieder vor und alle ziehen sich gleich zurück. Oh, krass. Und auch weg mit dem. Ich habe leider nur gesehen, dass er eine ordentliche Damage-Runde gemacht hat. Ich habe aber nicht aufgepasst, wie viele abgewehrt hat. Deswegen kann ich euch jetzt gar nicht hier ein bisschen spoilern. Aber seht einfach die Endauswertung an. Es ist auf jeden Fall unglaublich gut. Krass. Was er hier macht. Scheiß auf die Gegner, ich habe einen VK. Ihr kennt mich. So, jetzt halt auf ihn. Da oben drauf. Genau, so durch damit. Weg mit dir. Also hier die ersten beiden Leichen dahinter. Jetzt dann reiht sich gleich der ER6 als nächste Leiche ein. Ja. Nein! Dachte, das wäre schon, aber war es dann doch nicht. So, man sieht, der IS guckt auf seine Kommandantenkuppel, da will er drauf schießen. Jetzt hat er HE geladen. Und ja, damit geht's halt auch. Er spielt sensationell gut, er sidescraped, er passt, hat auf seinen Teampartner aufgepasst, er macht hier einen schönen Munitionswechsel, er macht hier einen verdammt guten Job. Wahnsinn. Ja. So, jetzt nochmal mit HE den nächsten weggemacht und jetzt kann er wieder normal schießen. Fantastisch. Also Mali bisher so far eins der besten Replays seit langer Zeit. Kompliment und Chapeau schon an dieser Stelle. Das muss ich ganz klar mal sagen. Krass. Gut. Auch wenn er Top-Tier ist. Und klar, es ist natürlich ein bisschen leichter. Aber er hatte ja auch wirklich die Neuner gegen sich. Den E-75, den IS-8, dann zwei IS-6, die jetzt nicht so unbedingt die leichtesten Gegner im Spiel sind. Also, wie gesagt, gefällt mir sensationell, wie er sich hier verkauft. Hier auch eine gute Map-Übersicht. Hat jetzt die ISO da im Fokus, weil er da einfach die auf der Minimap gesehen hat und nicht, weil er rüber geschaut hat anfangs. So, jetzt blind rüber geschossen. Ich bin mir recht sicher, dass der auch geklappt hat. Die Artis halten hier alle rein. Es sind jetzt noch drei Artis im Spiel beim Gegner. Davon zwei normale Kampfpanzer. Auf den Indien kommt er nicht drauf. Auf die Arti kommt er leider auch nicht drauf. Und da auf die Arti allerdings schon. Und sehr schön. Da hat er den fünften Kill klar gemacht. Vielleicht kriegt er noch einen Krieger. Selten, dass ich sage, er ist so verdient, wie ich es hier meine. Weil da hat er einfach so gut gespielt, dass es für mich einen Krieger geben muss. Wobei ich mir vorstellen kann, dass leider der Gegner sich so eingeschachtelt hat da hinten irgendwo. Mach ihn weg! Ja! Sehr geil! Glückwunsch zum Krieger! Und ich meine es wirklich so, sorry fürs Schreien. Aber Wahnsinn. Wahnsinn. So, da hinten jetzt der letzte, die Lorraine, da kommt er nicht mehr drauf. Er schreibt auch GG. Und vorbei ist die Runde. Ja. Knapp 7000 Schaden, über 7000 Schaden, weil der Blind Hit war wahrscheinlich wahnsinnig viel abgeblockt. Super gespielt. Ich sage, das ist für mich persönlich mein Replay of the Month und ich glaube, so nenne ich es auch. Und wenn nicht, nenne ich es anders. Wahnsinn. Mali, ich habe leichte Gänsehaut. Ich fand das Spiel super. Es hat mir gefreut und ich hoffe, mehr solche Replays zu bekommen. Ich hoffe, euch hat es ansatzweise gut gefallen wie mir. Dann lasst doch dem Video einen Daumen da. Dann weiß ich auch, dass ich das einzuschätzen weiß. Oder einen Kommentar ist gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Euer Alcaramba.